Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mal ein Tuning und Test von einem GTA Online Auto. Und das ist der Dominator GTX. Also, ich habe ihn schon ein bisschen getuned. Optisch nur den Heckspoiler, weil mir die Aufnahme abgekackt ist. Also leistungsmäßig ist alles, wirklich auch alles getuned, glaube ich, auch schon tiefer gelegt. Und ich würde mal sagen, zuerst hier alle Türen mal öffnen. Hier sehen wir schon mal den Motor. Ach ja, die Strebe. Aber sonst glaube ich nichts. Was mir schon aufgefallen ist, schaut hier, ich mach die schaut, hier hat es kein so Anzeige Radio. Dann würde ich mal sagen, Tür zu. Dann fahren wir doch mal los. Sollte ich jetzt? Ach ja, losfahren. So, angekommen in der Garage, Arena-Werkstatt-Garage. Hier mein Strombär. Habe ich im Casino gewonnen. Erst mal drauflaufen. Ihr seht, ich bin nicht so der reiche Typ. 100.000, ich hoffe, das Geld reicht zum Tunen. Und dann würde ich mal sagen, Tuning und Test. Schau, hier hat es gerade noch keine solche Striche. Wenn ich einsteige, tada! What's it going to be? What can I do? Ich glaube, die Stoßstange, also Frontstoßstange. Ach nein. Tuning nennt man auch mal Stickerverlängerung. Was haben die bloß immer mit ihrer Motor? Verschreibung? Ja. Da habe ich mir eine andere ausgesucht. Auspuff. Rallye-Auspuff. Carbon-Rallye-Auspuff. Doppel-Auspuff. Großes Endrohr. Mit so. Wie nennt man das? Ja, so Dinge hier. Man sieht es ja. Mal das Kotflügel erweitert. Erweitert Sekundar. Erweitert Carbon. Erweitert Chrom. Erweitert Sticker. So. Kühlergrill. Hier lese ich mal nicht alle vor. Ja. Nicht so viel.
muss ich sagen, entweder der normale oder der hier oder der. Das passt irgendwie zu dem. Hier Motorhaube. So sieht es normal aus. Einfach Sack. Einfach Carbon. Einfach Sticker. Das könnte so eine Stickerkarre sein. Mit Lufthutze. Carbon mit Lufthutze. Bollwerk. Motorhaube. Sticker. Hochleistungsmotorhaube, Carbon, Rallye-Motorhaube in Carbon, auch noch Zierhaube. Carbon, Zierhaube, eindeutig Zierhaube. Lichter mache ich noch nicht. Schutzblech. Ah, hier. Da nehme ich. Nummernschild. Heckhorn. Heckhorn. Ah, das ist hier. Dieser kleine Teil hier. Geschwärzt. Sieht irgendwie so ein bisschen grünlich aus. Ich nehme keine. Ich würde mich schon für ein mattes Schwarz. Badass. Was ändert sich hier? Dave. Oh, komplett dezent. Oh, das sieht man ja fast nicht. Blau, oder? Hä? Sieht das sonst noch so? Natürlich alles, was ich nicht freischalten kann. Blau, weiß, grau nicht. Orange. Orange wäre schon metallic, fast einfach gar nicht. Metalle. Klassisch. Nee, wird auch gemacht. Entweder SS, blau oder rot oder orange. Gelb? Ja. Grüne. Die Metallgrüne sehen ja auch sehr gut aus, aber kann ich nicht freischalten. Was soll ich? Hey, komm, rot auf meine Nacke. Dach. Also, mit diese. Oh, sekundär. Carbon, Sticker. Sportdach, Renndach. Hochleistungsdach, sekundär noch. Carbon, Rennluft, Carbon.
Doch, Luftschutze Mark 1, Mark 2, den Carbon jeweils, Turbulator, sehr gut. Es ist so dezent, aber dezent schön. Ich entscheide mich für Spoiler ab hier schon. Turbo. Hab ich? Ja. Reifen von Wisha, Wisha, Wisha. There you go. Now. Belgian Typ. Go Rider. Aber es ist ein Muscle Car. Ich hab's ein Muscle Car Felgen einfach nicht gern. So Luxus sind eigentlich sehr gut aus eigentlich. Besonders Blade. Felgenfarbe. Hier mal rot. Oder schwarz. Ich komm rot. Sich das hier. Oh, wir sehen uns, sobald ich Geld habe. Jo. Bis später. So, etliche Versuche später Geld zu verdienen. Ein paar Tuning, Optionen ändern. Später bin ich jetzt endlich fertig. Und ich habe nicht mehr viel geändert, nur noch die Farbe, Unterbodenbeleuchtung. Hatte ich schon die Motorhaube? Entschuldigung, dass ich die Hälfte nicht mehr weiß. Schon 2 Tage her. Wer kennt es nicht? Das wäre das Ergebnis. Einmal alle Türen auf. Alle gehen auf. So. Ich habe hier so eine Zierhaube genommen und ich finde das einfach schön, weil hier es sieht einfach besser aus, wenn man auch mal den Motor sehen kann, ohne die Motorhaube aufzunehmen. Dann diese blöde Bank. Hier. Die. Noch keine Dinge. Ja. Ja, boy. So, weiter im Text. Also die Sekundärfarbe ändert nicht viel, aber zum Beispiel hier dieser Griff hier oder Fenster, Spiegeldinger. Hm.
Also ich finde, er sieht auch irgendwie so ein bisschen böse aus. So mit diesen Augen hier. Augen, mit diesem Licht. Und hier das hier vorne, das hier, das passt irgendwie zu dem. Und ja, ich finde es schön. Einmal alle Türen zu. So, Soundcheck. So, gehen wir mal raus. Ich mal sagen, ja, was kann ich alles dazu sagen? Ich finde dieses Auto sehr schön. Es hat auch wirklich sehr viel Power. Ich rechne natürlich auch so wegen dem Schnee. Ich habe es schon mal gefahren, aber nicht so intensiv. Einfach nur diese paar kleinen Strecken. Hey there. Also, ich würde sagen, für den Preis, ja, wir schauen kurz auf Zahl von San Andreas Supersport.com. Für sehr, sehr teure. Tausend Jahre später. Geh jetzt mal runter. So, hier. Für 725.000 der Web Dominator GTX Teil der SA Super Sport Series. Okay, habe ich keine Ahnung davon, aber egal. Jo, also ich würde sagen, sieht sehr gut aus ohne diese Kratzerone oder den Schnee. Hat sehr viel Power. Und ja, sonst kann ich nichts dazu sagen. Also, für die, die nicht 2 Millionen GTA-Dollar für ein Auto ausgeben wollen, hier bitte. Aber, was mir aufgefallen ist, im Schnee fährt er sich gar nicht gut. Man hat keine Traktion mehr. Aber ist natürlich einfach zur Weihnachtszeit. Und ich würde mal sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen.
damit würde ich mal sagen, ciao. No, I don't wanna waste what's left.